Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. Offscreen bin ich ein kleines Stückchen weitergegangen, war nichts Großartiges gewesen. Ich wollte auch eigentlich wieder zurück, also zum letzten Kontrollpunkt. Aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Ich darf jetzt ausreden, danke. Wie gesagt, es war nicht viel los. Kleines Gespräch zwischen Kopf und Kratos. Kopf weiß jetzt, er ist Geist Spartas. Und der Sohn muss halt endlich erfahren, dass er ein Gott ist, weil es ihm sonst schlechter geht. Das war es aber auch eigentlich schon. Und ach ja, Brock hat die Verbindungen, die Tore da verbessert. Ja, jetzt können wir hin und her reisen damit. Das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, nichts besonders Spannendes. Tut mir auch echt leid, dass ich das vermurkst habe. Aber kann ich jetzt nicht mehr ändern. Das Herz. Du hast es. Ja. Ah ja, übrigens. Handrücken. Ich dachte, das wäre mal was anderes. Das ist ein bisschen Optik. Auf das da oben nicht achten. Aber zur Heilung. Ein Geschenk gekriegt. Muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Oh, jetzt fliegen wir erstmal. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Okay. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Das ist nie gut. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Oh, er ist wieder gesund. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Er taumelt noch vorerst ein bisschen. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Und der Junge denkt, das ist seine Schuld. Nee. Der Göttergruß. Abgeschlossen, Freya, die Krankheit. Das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise.
Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Irgendwie traurig. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Warum kommen wir da nicht hin? Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Oh. Jetzt wird das Telefon weitergehen. Komm, Junge. Nun denn, bevor Modi uns so grob gebrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Also irgendwas stimmt da mit dem Jungen nicht. Okay, die Truhe haben wir schon. Dann ist eine Anlegestelle. Ich würde mich ganz gerne ein bisschen, ganz kleines bisschen hier umgucken. Jetzt ist ja doch ein bisschen was anders. Als so das Wasser und so weiter weg ist. Kann man ja schon ein bisschen mehr entdecken. Und da wir jetzt ja auch die Winde von Hel haben. Mal nutzen können. Würde ich doch ganz gerne ein bisschen was ausprobieren. Soweit ich mich erinnere, genau, da war auch so ein Teil. Heißt, wir müssten eigentlich rein theoretisch. Huch. Hallo. Okay, da ist nichts drin, oder? Nee, da ist nichts drin. Müssen wir das Zeug irgendwo herholen? Ey, hörst jetzt mal auf hier? Ja, mein Kontroller spackt hier rum. Kein Moment. Ist das schön, wie der Controller auf einmal loslegt. Tut mir leid, dass ihr das jetzt sehen musstet. Was haben wir hier? Wir wollten uns ja noch ein bisschen was angucken. Ach, hier sind wir wieder draußen. Da fehlt uns der Kristall. Sollte jetzt auch nicht so schwer sein, den zu finden. Ja, aha. Irgendwie benimmt sich der Junge seltsam. Junge. Junge. Bisschen hinzugefügt. Ja, wir können ja mal gerne nachgucken. Gelobet sei Frick. Freigebige Frick, die der Wald dir hellstes Licht schenkte, den jungen Baldur strahlender Gott, stolz der Asen, Odins Sohn und Erbe von Asgard, lang möge sie ihn beschützen, lang möge er uns beschützen. Gelobet sei Baldur, der Goldene, gelobet sei Frick, von allen geliebt, gelobet sei Allvater Odin. Er scheint, als wäre niemand, der sein Vertrauen in die Asen legte, noch unter uns. Okay. Ja, die Asen. Die aasigen Asen. Ups, Entschuldigung.
Weißt du, bist ja nicht so gesund. Ah, hier sind wir. Da ist hier das Haus der Hexe. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Okay. Ja, das ist ja da die Lösung. Da sind auch die Winde von Hel. Wie können wir jetzt da rein? Wo müssen die denn noch hin? Weiß das zufälligerweise jemand? Diese Runen auf dem Stein. Da steht überhaupt nichts. Es ist Unsinn. Soll ich vorlesen? So, wo kann das Ding denn noch hin? Wenn wir hier hochgehen, da ist nichts vom Wert. Irgendwo hier muss das ja hin. Das muss auch erreichbar sein. Weil ich glaube nicht, dass wir das schaffen, in der kurzen Zeit hier dann auch noch hochzuklettern. Wir finden die Antwort bestimmt hier irgendwo. Das ganze Ding dann hier abzugeben, das kriegen wir nicht hin. Hier, Junge. So. Oh, der Rest der Runen war verborgen. Das heißt, Winde, Wind. Zurück zur Sandschale. Da ist nur so ein Teil. Das heißt, wir müssten den irgendwie aus der Richtung hier hochkriegen. Frage ist nur, wo? Wo könnte man den hinschießen, dass wir da auch rankommen? Von beiden Seiten. Ich meine, so ein Baum würde sich natürlich jetzt anbieten. Die Felswand, ja, da ist ja nichts. Also irgendwie müssten wir hier... Ich gehe davon aus, dass es hier irgendwo ist. Oder kriegen wir den? Von hier aus kriegen wir die nicht, ne? Nee. Wäre auch zu schön. Das muss ein kleines Stückchen näher kommen. Hochklettern bringt nichts. Ja, zeichne sie. Jawohl. Wo kommt's hin? Es ist was passiert. Okay. Ja, die Truhe hatten wir schon. Er hat jetzt die Winddinger weggemacht. Die Winde von Hel. Super. Hast du gut gemacht, Junge. Oh Mann, ey. Ja, von hier aus kommen wir nirgendwo ran. Das ist natürlich doof. Irgendwo muss da noch so ein Teil für den Hehlwind sein. Bringt zwar jetzt sowieso nichts, weil jetzt die komische Truhe da aufgetaucht ist. Kannst du die Truhe wieder wegmachen? Nee.
Wir können uns hier mal ein bisschen gucken. Da ist der Brunnen, da ist der Stein. Also weiter geht's hier nicht. Okay, dann haben wir da den Garten, bla 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 bla, da geht's auch nicht weiter. Dann müssten wir mal in die Richtung gucken. Was wir da haben. Ja, da ist dicht. Da war das mit dem Eber. Alles klar. Okay, hier ist auch nichts mehr. Da haben wir auch nichts. Aber bei der Hexe ist nicht viel los. Und wie gesagt, wegen der Truhe kommen wir jetzt auch nicht mehr daran. Das Rätsel mit den Winden müssen wir später irgendwie lösen. Dann geht es jetzt erstmal nach unten in die Höhlen wieder. Mal gucken, was uns da erwartet. In die Richtung. Zack, 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 zack. Okay, das haben wir geschafft. Vielleicht hätten wir doch erst die Truhe aufmachen sollen. So, dann machen wir zuerst die Truhe auf und klauen uns dann den Wind. Das ist, glaube ich, besser in dieser Reihenfolge. Ja, dass die Junge gar nicht fragt, wie die Schwerter herkommen. Jetzt aber schnell, zack. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir es hier unten. Und das bringt uns was? Wir müssen wahrscheinlich von der anderen Seite dann irgendwie holen. So. Hier unten. Haben wir das? Ja, brauchen wir wahrscheinlich den. Ah, 2 von 3 Siegeln zerstört. Okay. Da brauchen wir irgendwas Explosionsmäßiges. Hier haben wir nichts davon, da haben wir auch nichts. Dann gehen wir mal hier runter. Ich denke, oben haben wir soweit alles erledigt. Bis auf die Truhe geholt natürlich, aber... Wenn man da nicht ankommt, dann kommt man da nicht an. Ach, da ist er. Ich habe mich schon gerade gefragt, wo ist der Junge? Eine Fahrstuhlfahrt ist lustig, eine Fahrstuhlfahrt ist schön. Müssen wir wirklich so tief? Vor allem nicht in die Mitte. Ah, siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorher die Schlange gerufen. Okay. Steig ein, ich werde es ziehen. Oi. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es.
Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich... Falscher Hals. Das hat sich geändert. Falscher Hals. Du weißt nicht alles, Junge. Sag's ihm doch. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Sag's ihm. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Ich... Das muss man jetzt erstmal verdauen, ne? Zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Was für eine Frage. Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Ein Mensch zu sein auch. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Na, bin ich mal gespannt, ne? Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch nie bist. Du hast es also gewusst? Ja, ja. Aber ich habe mehr als genug Götter. Mich offenbar auch. Oh. Das kann wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Freya natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrsbruch zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Jetzt komm ein bisschen hoch, oder? Kopf, du steckst voller Geschichten. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat dich beleidigt. Hab ich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Nur zu gern. Ich erzähle euch die Geschichte von Rungnir, dem Raufbund. Klingt gut. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Okay. Rungnir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Er war unglaublich stark. Jedoch auch ein Einfallspinsel.
Odin sah ihn eines Tages durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Dort füllte er Rungnir mit Met ab und stachelte ihn zu allerlei Scherzen und Possen an, alles zur Unterhaltung des Hofstachels. Okay. Ich war dort. Ich sah die Asen lachen, als Rungnir auf seinen Schild sprang und schwor, uns alle zu töten und die Frauen mit nach Jötunheim zu nehmen. Okay. Dann taucht Thor auf. Und lacht er? Oh nein. Thor wirft einen Blick auf den betrunkenen Narren und schlägt ihm mit Mjölnir so hart auf den Kopf, dass bis heute Stücke von Rungnir in seinem eigenen Schädel stecken. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Rungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Okay. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Hallen des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. Okay. Ja, wir gucken jetzt noch ein bisschen hier an der Seite. Du bist jetzt ein Gott, Junge. Kannst du ab. Beziehungsweise du warst ja schon die ganze Zeit ein Gott. Jetzt weiß es aber. Und hoch. Oh, was haben wir hier? Ach, hier haben wir unseren Freund. Sind wir jetzt stark genug für ihn? Wollen wir das eben noch kurz testen, bevor wir aufhören? Na komm, wir testen das. Sei bereit! Ich kriege erstmal ordentlich auf die Presse. Okay, wir halten schon ein bisschen raus. Oh. Wir haben noch die kleinen Auferstehungssteine, das ist gut. Dreck. Ah. Okay, das hat nicht funktioniert. Einfach perfekt. Ja, finde ich auch. Aber mit denen können wir uns noch nicht anlegen. Schade. Aber wir schaffen ihn noch. Irgendwann. Irgendwann ist er dran. Oder wir können eigentlich direkt hier wieder weiter tuckern. Ja, das ist nur nochmal zu groß. Wo können wir denn hin? Kampfspringer. Goldweg. Anatomie der Hoffnung. Fafnirs Flug. Ja, zu Fafnir könnten wir eigentlich nochmal hin. Odins Graben. Helheim. Okay. Erledigte Gefallene 4 von 12. Gefundene Artefakte 23 von 34. Mystische Tore 13 von 30. 9 von 13. 24, 37. 12, 43. Oh, 47% haben wir schon abgeschlossen. Das ist ja nicht schlecht. Was haben wir oben? Familienangelegenheiten.
finde eine Möglichkeit, das Gitter zu öffnen. Ich will dann von hier aus. Vergessene Höhlen. Komm, wir machen jetzt erstmal die Hauptquest weiter. Wir müssen stärker werden. Hallo. Hier ist Gold. Jetzt haben wir wieder davon ein bisschen was. Was auch nicht verkehrt ist. Versuchen wir es nochmal. Ohne Unterbrechungen. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.